Hallo und herzlich willkommen. Wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Es ist sehr spannend. Also wirklich, es ist wirklich sehr spannend. Wir haben jetzt hier einen Fight gehabt. Also unsere erste Main Base ist weg. Unsere zweite Base besteht nur aus Kasernen und Truppen mittlerweile. Holy Macaroni. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es klappen können. Ich hätte eher gedacht, dass wir tatsächlich verlieren. Und einfach sterben. Weil ich hatte ja nur noch eine Handvoll Truppen. Plus Nahrung. Hätte ich die Nahrung, glaube ich, nicht gehabt, so in Massen, würde ich jetzt gar nicht hier stehen. Mit unserer Armee. Oh, oben steht noch ein Priester. Wir haben halt auch noch so eine große Armee hier stehen. Ron hat aufgegeben. Sehr gut. Kurz einmal den Turm weghauen. Und Armee Nummer 4 darf hier hin. Wir haben halt kein Gold mehr. Egal. Nummer 5 darf auch hier hin. Ihr alle. Lagergrube. Gold. Kriegselefanten. Labedakis Erectus. Wir setzen zum Gegenangriff an. Dann machen die noch einen Gegenangriff. Ich passe es nicht. Zum Glück habe ich hier noch meine große Armee. Wenn ich die Gegenarmee hier jetzt nicht hätte, wäre schneller den anderen besiegt. Ist es jetzt indirekt auch, aber der Gegner hat keine Chance mehr. Okay, wir setzen 1 hier rein, 2, 3, 4, 5. Selbst wenn jetzt noch ein gegnerischer Elefant kommt, die hier machen die nieder. Ha, das sind die gegnerischen Elefanten. Ich bin euch ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass das so läuft noch. Aber ich bin stolz auf meine Leistung.
werden die letzten Gegner noch weggehauen. Der Gegner muss doch akzeptieren, er hat verloren. Ich hab alles jetzt noch weggehauen. Okay, die waren relativ groß. So, ein bisschen lauter können wir trotzdem machen. Selbst wenn sie jetzt noch Ressourcen haben, wird es trotzdem demnächst so laufen, dass sie gar nichts mehr haben werden. Die sind jetzt schon sehr runtergehangen. Ah, da wird noch einer was bauen. Die haben irgendwo noch Leute. Hier oben. Oben laufen immer wieder Bewohner durch. Gut, ich kann aber nichts mehr upgraden. Hier einfach vorhin überall noch Wälder waren. Oh, okay. Da stehen noch ein paar Priester rum. Macht die Priester platt. Wir haben gewonnen. Holy shit. Militär, Rang 1. Religion, überlebt, Gesamt 2169. Zu 91, also mit unserem Verbündeten gegen 666, 605. Das Match hat 2 Stunden gedauert. Es hat sich länger angefühlt. Militär 18, 191, 186, wir haben 1515. Wirtschaft 386 zu 53, okay. 277 und 206. Wir haben fast doppelt so hoch wie einer von denen jeweils. Okay, heftig. Religion 16, ja, 0071, okay. Technologie 152 Technologien haben wir gemacht.
Unser Verbündeter 20, der Gegner 98 und 42. Militär. Ich hatte nicht mal das größte Heer. Muss man so sehen. Ich hatte nicht mal das größte Heer. Tote Gegner. 1093. Unser Verbündeter hat 37 getötet. Eritus hat 216 und Blutimus hat 170 getötet. Ich habe 230 Gebäude vernichtet, die 58 und 101. Eigene Verluste. Jetzt wird's so lustig. 353 Verluste habe ich. Also auch schon einiges. Mein Verbündeter 79. Die Bogenschützen haben 737 verloren. Und er mit seinen Kriegselefanten 390. Bedeutet, Zwischensumme, ich habe 739 Tötungen zu Verluste gemacht. Mein Verbündeter minus 42. Der Braune minus 521 und der Gelbe minus 219. Wirtschaft wird interessant. Gesammeltes Gold. Okay, 13.000. 17.695, 25.373. Holy shit. Das größte Bevölkerung, wir haben doppelt so viele Leute gehabt wie die Gegner. Bevölkerungsbonus, ja. Erkundung 81%, 50, 97, 96. Größte Erkundung hat er mit seinen 97% Tribut gezahlt. Ja gut, machen wir nicht. Religion. Bekehrungen 5. 20 Leute hat er von mir geholt. Ruine 0, Artefakte 0, Tempel hatten wir jeweils 2. Alle Artefakte und Runen 0, 16, 71 Punkte. Technologie. 51 Technologien habe ich erforscht. Technologie ja. Bronzezeit und Eisenzeit war jeweils er der Erste. Aber ich habe mehr Technologien erreicht, deswegen mehr Punkte. Jetzt kommt das ganz interessante und spannende. Zeitlinie. Okay, holy shit. Erst am Anfang, ja, war ich unterlegen. Blau war relativ stark. Gelb und Braun waren gleich auf mit Blau. Ich bin halt wirklich schon ein paar Minuten nach denen angekommen ins zweite Zeitalter. Beim dritten ist es genau dasselbe und vierte bin ich viel zu spät reingekommen. Mein Verbündeter ist aber nie ins vierte Zeitalter gekommen. Aber halt hier dieser Unterschied. Ich finde es so witzig. Hier bin ich mit Abstand der Schwächste. Ja, okay, hier geht's. Ungefähr gleich stark wie gelb. Braun hier auch noch gleich stark. Und dann hier braun, weitaus stärker, vor allem wenn es ins vierte Zeitalter gekommen ist. Gelb immer ungefähr gleich stark, also die waren nie die Bedrohung, sondern eher braun, wie es aussieht. Also das ist ja denen ihre Punktzahl und alles. Braun war immer der größere Gegner, gelb hat ja mit seinen Kriegselefanten jetzt nicht so viel gemacht, zwar auch schon heftig. Hier war so der Zeitpunkt, wo ich komplett untergegangen bin. Und dann habe ich hier gelb weggehauen und braun auch. Als braun tot war, hatte gelb keine Chance mehr. Kann man ganz einfach sagen. Weil, wo ich, ja, man sieht hier, dass ich hier ausgefallen bin und habe sie dann angegriffen. Hier sieht man immer wieder, okay, hier war so der Zeitpunkt, es war mehr oder weniger vorbei, der war einfach so stark. Der war schon stärker, aber nicht arg viel stärker. Und ich war halt, ich hätte eigentlich raus sein müssen. Ich hätte wirklich tot sein müssen, weil ich einfach nicht vorangekommen bin. Ich war immer am Anfang gleich stark und dann bam. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Generell diese gute Kampfszene oder Szenerie eher. War sehr interessant.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Like, Kommentar oder Abonnement da. Mich würde das riesig freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.